So, hier haben wir noch mal den unbekannten bekannten Pilz. Haha, der ist immer so schön schwammig unten drunter, so gelblich-grün. Ich zeige euch das gleich. Schön weit unten mit dem Messer abtrennen. Ganz wichtig, damit der Rest unten noch stehen bleiben kann, damit sich neue Pilze bilden können. Ein bisschen abdecken, nur ganz leicht. Und so tut ihr dem Wald, der Natur was Gutes. Hier seht ihr die Färbung und die Maserung wie ein Schwämmchen, wie ein Spülschwamm zum Beispiel. Schaut es euch genau an. Hier sind so viele, das gibt es gar nicht. Da hinten ist noch einer, den werden wir gleich ernten. Da vorne sind noch zwei. Das ist unglaublich. Da hinten sehe ich auch schon wieder einen. Wir haben definitiv zu wenig Behältnisse mitgenommen. Aber gut, den Platz merken wir uns.